Donnerstag und somit der Blick auf die Auslandsmärkte. Themen gibt es in dieser Woche gerade genug und darüber wollen wir natürlich auch heute sprechen wieder mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. An einem Thema kommen wir heute nicht vorbei. Die letzte Viertelstunde, sage ich jetzt mal, ist auch wieder einiges passiert. Beyond Meat. Darüber müssen wir auch heute sprechen. Roland, sprechen wir zuerst über die letzte Viertelstunde. Es gab einen halbwegs massiven Kurseinbruch. Ja, es gab einen Kurseinbruch. So wie man den nennen kann, wenn man sieht, die Aktie, wie sie an sich in den letzten Wochen seit dem IPO geflogen ist, da kann man das ja nur eine kleine Korrektur nennen. Was in diesem Papier passiert, das entzieht sich natürlich jeder Bewertung, jeder normalen Bewertung. Fakt ist, die Aktie ist natürlich unheimlich populär. Sie trifft den Zeitgeist momentan mit ihren fleischlosen Burgern. Aber was natürlich auch klar ist, wo ein Geschäft ist, wo ein Business ist, ist auch Konkurrenz. Und die Konkurrenz, besonders in Amerika, sie schläft überhaupt nicht. Und der große US-Konzern Tyson Foods, er hat jetzt eben herausgebracht, dass er auch einen fleischlosen Burger auf den Markt bringt. Und das hat dazu geführt, dass die Aktie von Beyond Meat innerhalb von 10 Minuten hier an der Börse von 130 Euro auf 116 Euro gefallen ist. Sage und schreibe, starke 10%. Aber Anleger in dieser Aktie, Sie wissen ja, Sie müssen einiges aushalten. Tagesschwankungen von 10% sind immer an der Tagesordnung. Aber was man natürlich wissen sollte, die Konkurrenz, sie ist da. Und es ist sicherlich nicht nur Tyson Food, die hier auf diesen Zug aufspringen werden. Es sind einige andere Lebensmittelgiganten, die das ebenfalls machen werden. Aber natürlich Beyond Meat, sie haben nur dieses Produkt, haben die entsprechende Glaubwürdigkeit durch die Investoren, durch natürlich auch die Leute, die hier entsprechend in das Unternehmen investiert haben. Insofern setzen sie da schon Zeichen. Schwankungen aushalten mussten in den vergangenen Monaten auch die Tesla-Aktionäre. Jetzt war vor einigen Tagen Hauptversammlung. Elon Musk hat sich wieder etwas weiter aus dem Fenster gelehnt. Er spricht bereits davon, dass man wahrscheinlich ein Rekordquartal hinter sich habe oder zumindest bald hinter sich habe und dass auch auf das Jahr alles gut sei. Die Aktionäre sahen das zuerst ebenfalls positiv, doch das war nicht unbedingt von Dauer. Nein, es war nicht von Dauer, weil man muss schon sagen, die Tesla-Aktie nach dem rapiden Absturz, 50% hat sie ja immerhin innerhalb von kürzester Zeit verloren. Wir haben eine Bodenbildung gesehen, wir haben im Mai dann noch einen Kurssprung von diesen Lows von über 20% nach oben gehabt. Es gab Gerüchte, dass A, Bestellungen sehr ordentlich seien momentan und B, dass man es auch im zweiten Quartal schaffen wird, entsprechende Auslieferungen zu, ja, letztendlich an den Kunden zu bringen. Und genau das hat Elon Musk bestätigt. Er hat ein Ziel ausgegeben, zweites Quartal, sage und schreibe, bis zu 100.000 Autos. Warten wir mal ab, ob er es tatsächlich denn machen will. Aber da beließ es Elon Musk nicht, wir kennen ihn dafür. Das Modell Y, es soll Ende des Jahres 2020 in der Masse ausgerollt werden und auf jedem Kontinent will er sage und schreibe eine eigene Fabrik dafür haben und gleichzeitig natürlich Investitionen in China angekündigt und. Wie du es gesagt hast, zunächst hat der positive Trend bei der Aktie angehalten, aber wir haben intraday dann gesehen, dass die Aktie wieder abgebröckelt ist und am Ende sogar deutlich im Minus geschlossen hat. Insofern viel heiße Luft, Fragezeichen. Auch bei Tesla bleibt das auf alle Fälle spannend. Und was man dazu sagen muss, China selbst in diesem Markt, auf den Elon Musk sehr, sehr viel setzt, China selbst von der Regierungsseite her hat angekündigt, ihre E-Autobauer zu regulieren. Nur noch die größten sollen überleben letztendlich. Förderungen werden konzentriert. Und das bedeutet natürlich auch, das wird ein ganz, ganz schwieriger Markt für Tesla, auch vor dem Hintergrund des ganzen Handelsstreites. Wir werden also spätestens bei der Bilanzveröffentlichung dann endgültig wissen, wie viel heiße Luft es war oder vielleicht war es auch überhaupt nicht heiße Luft und er hat recht behalten. Schauen wir abschließend natürlich noch auf den Gesamtmarkt. Nächste Woche Fed-Sitzung, die ganze Zinsdiskussion beschäftigt uns nun schon seit einigen Tagen. Was glaubst du denn, wie wird die Fed nächste Woche reagieren? Ja, ich war überrascht, dass Donald Trump, nachdem er die Fed ja bereits in die Richtung zu einer Zinssenkung im Juli, die scheint ja gesetzt zu sein, gedrückt hat, jetzt gerade wieder vor zwei Tagen nachgelegt hat Richtung Fed und nochmal letztendlich ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, die Fed würde einen miserablen Job machen, sie wüsste nicht, wo die Zinsen hingehören. Nächsten Mittwoch haben wir Sitzung und da ist die große Frage, lässt sich die Fed durch solche Aussagen wirklich unter Druck setzen und zu einer Zinssenkung hinreißen, im Juni bereits? Das ist die ganz große Frage, würde natürlich Glaubwürdigkeit kosten. Die Wahrscheinlichkeit laut Analysten steht immerhin bei 30%, dass eine Zinssenkung jetzt bereits nächsten Mittwoch kommt. Ich glaube nicht daran, dann wäre die Glaubwürdigkeit letztendlich ganz hinweg. Aber nichtsdestotrotz, der Markt in Amerika, er hat ein fulminantes Comeback erlebt und wir sehen es, er klettert sozusagen an der Wall of Worry, also mit Angst. Weil wenn man sich die Umfragen unter den professionellen Marktteilnehmern, unter den Börsenbriefschreibern anschaut, sie sind alle relativ skeptisch und insofern muss man ganz klar sagen, wenn denn tatsächlich keine Zinssenkung kommt, nach unten die Übertreibungen, sie scheinen aufgrund dieses negativen Sentiments nicht mehr so groß zu sein. Die Wahrscheinlichkeit einer Überraschung nach oben
so komisch das klingt nach diesen Kursanstiegen, sie ist größer. Auch hier werden wir nächsten Donnerstag ganz sicher mehr wissen. Das war der Blick auf die Auslandsmärkte, natürlich auch heute wieder mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Dir wie immer vielen Dank für das Gespräch. Bitte.